Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich bin ein großer Freund von Zielen und darum soll es genau heute um meine Ziele für das Jahr 2023 gehen. Ich weiß, da gibt es jetzt große Diskussionen und es gibt viele einflussreiche Menschen, die sagen, es ist nicht so hilfreich, sich Ziele zu setzen. Ich muss sagen, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Bei mir passt diese Redewendung ganz gut. Ja, wir Menschen sind irgendwie wie Schiffe, die auf dem offenen Ozean hin und her getragen werden von den Wellen. Wenn man dann aber als Schiff, als Mensch ein Ziel hat, den nächsten Hafen kennt, dann kann man zielgerichtet, zielbewusst zum nächsten Hafen fahren. Wenn man dort angelegt ist, kann man zum nächsten Hafen fahren und so weiter und so fort. Und man kommt deutlich weiter, als wenn man kein Ziel hätte und wenn man halt einfach nur, wenn man nicht den nächsten Hafen kennen würde, wenn man nur auf dem offenen Meer hin und her pendelt. Allerdings habe ich auch mitbekommen, dass es bei mir nicht so hilfreich ist, wenn ich die Ziele so ganz starr setze, sondern es sollte schon so sein, ohne Frage, dass die klar messbar sind und dass es da quasi auch eine Deadline gibt, bis wann ich die erreichen möchte. Aber ich habe doch immer wieder mitbekommen über die Jahre, dass ich ja nicht jeden Tag jetzt pingelig genau planen sollte. Klar, ich sollte meine To-Do-Listen und so weiter haben, aber es gibt doch irgendwie immer wieder, ich sag mal, wie so Gold-Nuggets, die man rechts und links sieht. Und wenn man seine Ziele sehr, sehr starr setzt und quasi jeder Tag ist komplett durchgetaktet, dann ist es manchmal schwierig, diese Nuggets eigentlich zu sehen. Und dabei sind das oft sehr niedrig hängende Gold-Nuggets, die man eigentlich problemlos mitnehmen kann. Von daher sind meine Ziele jetzt nicht pingelig genau runtergebrochen, wie ich jeden Tag gestalte, sondern eher, wo ich an verschiedenen Punkten stehen möchte, in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und da ist es natürlich so, dass es in diesem Jahr alles ein kleines bisschen anders ist. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich brauche Routinen. Mir fällt es wirklich schwer, keine Ahnung, anzufangen, Sport zu machen oder sowas. Ich brauche da einfach ein paar Wochen, wo ich mich wirklich am Anfang fast zwingen muss, das zu machen. Und wenn ich das ein paar Wochen gemacht habe, dann ist es eine Routine und dann weiß ich, keine Ahnung, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag gehe ich um 14 Uhr zum Sport. Und das hat mir in den letzten Jahren unfassbar geholfen, quasi, wenn ich mich selber so ein bisschen am Anfang zwingen musste, aber dann halt so Routinen zu entwickeln. Das hat sich aber am Ende des letzten Jahres gedreht, die Geburt unseres Sohnes hat das ein bisschen verändert, weil klar, ich kann das Ziel haben, okay, morgen früh um 8 gehe ich laufen oder um 7. Ja, aber wenn der kleine Mann da gerade das Bedürfnis hat, er braucht jetzt den Papa, dann ändert sich das natürlich so ein kleines bisschen. Das heißt, bei mir ist das oberste Ziel in diesem Jahr, dass ich quasi es schaffe, meine Ziele, meine Routinen irgendwo einzuhalten, aber die ein bisschen flexibler zu gestalten, dass ich die quasi an die Bedürfnisse meines Sohnes, an die Bedürfnisse meiner Partnerin anpassen kann. Ja, muss man halt ein kleines bisschen flexibler werden. Das ist quasi das oberste Ziel, dass quasi die Bedürfnisse des kleinen Mannes über allem stehen. Dann kommen jetzt so die Ziele mal ganz konkret runtergebrochen. Also Punkt Nummer 1, ich will weiterhin aktiv lesen, also jeden Tag eine Stunde lesen. Das tut mir unfassbar gut. Ich merke auch, dass es wichtig ist für die geistige Gesundheit, also dass ich mich selber fordere, dass ich, dabei lese ich mal ein Sachbuch. Ich habe letztes Jahr viel über Atomkraft gelesen. Da sind Sachen dabei gewesen, holy shit, da musste ich 20 Mal die Seite lesen, bis ich die Formel verstanden habe, ansatzweise verstanden habe. Aber dann halt auch, gerade lese ich zum Beispiel Sorge, dich nicht lebe. Tut mir auch unfassbar gut, mal solche Bücher zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Eigentlich jedes Jahr sollte man das Buch einmal lesen. Also allein für die geistige Gesundheit halte ich es für überaus hilfreich, jeden Tag meine Stunde zu lesen. Punkt Nummer 2, über die Weihnachtstage, über November und Dezember habe ich viel zu viel zugenommen. Das muss ich wieder ändern. Ich fühle mich einfach deutlich wohler, wenn ich so um die 80 Kilo wiege, knapp unter 80 Kilo und halt einfach aktiv bin, wenn ich mal eine Weile Treppen laufen kann, wenn ich wandern gehen kann und nicht gleich nach 20 Minuten oder nach einem steilen Anstieg außer Puste bin. Deswegen möchte ich auch wieder 200 Mal in diesem Jahr laufen gehen. Das sind zwei Ziele, die hatte ich letztes Jahr. Das merke ich einfach, dass die geistige und die physische Gesundheit ist einfach unfassbar wichtig. Ich meine, ich lege viel Geld schon angelegt und ich meine, darum geht es auf diesem Kanal. Und damit man auch langfristig Freude an dem Kapital hat, was dann halt über, ich meine, wir reden beim Zinseszins ja über 20, 30, 40, 50 Jahre. Und damit man das auch noch genießen kann, wenn man 70 ist, dann ist es natürlich hilfreich, wenn der Kopf fit ist und auch wenn der Körper noch mitmacht. Von daher gehören, denke ich, für meine Begriffe eine ordentliche Ernährung irgendwo dazu, dass man jetzt nicht nonstop Fastfood isst. Okay, vielleicht am Anfang, na gut, anderes Thema. Einigermaßen ordentliche Ernährung, sich einigermaßen gesund zu halten, Bewegung gehört dazu und auch eine geistige Fitness gehört dazu. Dann ist bei mir auch ein Punkt, der weiter Bestand hat, ist Musik. Ich mache gerne Musik. Ich
singe natürlich gerade viel für meinen kleinen Sohn, aber das, was ich muss das Ganze ja quantifizieren. Und deswegen habe ich mir selber gesagt, dass ich einfach 6 weitere Klavierstücke dieses Jahr lernen möchte. Das ist quasi 1 aller 2 Monate, was ich lernen möchte. Das heißt, ich möchte die am Ende des Jahres wirklich alle ordentlich spielen können. Das ist, denke ich, realistisch machbar. Ich habe da schon so ein kleines bisschen jetzt Erfahrung und es ist einfach eine Fleißsache. Und wenn ich es schaffe, das in meinen Alltag zu integrieren, bin ich sehr optimistisch, dass ich das schaffe. Aber mir macht das Klavierspielen unfassbar viel Freude. So, das sind erstmal so die Ziele. Ich denke, der musikalische Part und natürlich, ich habe jetzt noch so Teile für die Familie, wenn es jetzt um meine Eltern geht, wenn es um meine Partnerin geht. Die sind aber wirklich sehr private Ziele und die möchte ich hier nicht veröffentlichen. Das heißt, klar, zusammengefasst quasi also sportlich mich betätigen, meinen Kopf anstrengen, mich weiter gesund ernähren, die 80 Kilo wieder haben und mich auch musikalisch zu betätigen. Das sind alles Elemente, die wichtig sind. Dann kommen natürlich diese ganzen Beziehungsteile beziehungsweise was die Interaktion mit anderen Menschen anbelangt. So, und jetzt kommen wir hier zu den Punkten, die wahrscheinlich für die meisten interessant sind. Haben wir schon wieder 6 Minuten geredet und zwar der finanzielle Part. Und da ändert sich in diesem Jahr eine ganze, ganze Menge. Also Punkt Nummer 1, fangen wir mit dem Einkommen an. Mein Ziel ist es, in diesem Jahr unterm Strich 25.000 Euro mehr zu verdienen im Gesamtjahr. Das ist deutlich weniger als die Jahre davor. Das hat folgenden Grund. Wir haben, ja klar, ich arbeite jetzt mehr alleine. Wir haben ja, wir haben eigentlich immer zusammengearbeitet an dem Business Vollzeit und jetzt mache ich das Ganze quasi alleine. Und in diesem Jahr ist erstmal die Aufgabe, für möglichst viel Sicherheit bei uns im Business zu sorgen. Also erstmal eine gewisse Basis reinbekommen, bisschen auf Sorgfalt gehen und dann auch wieder auf das Wachstum zu setzen. Also grob, was den Merch bei Amazon-Bereich angeht, da bin ich sehr glücklich, das ist das Ziel, 50.000 Euro in diesem Jahr mehr zu verdienen. Wir sind zu zweit, wird unterm Strich durch 2 geteilt, also 25.000 Euro möchte ich mehr mit Merch verdienen. Das ist der Punkt, wo es um Merch geht, wo es um die Zahlen geht, wie viel ich verdienen möchte bei YouTube. Keine Ahnung. Also bei YouTube habe ich nicht so das Ziel, wo ich sage, so viel möchte ich verdienen. Da geht es eher darum, da habe ich eher so eine, bei den Shirts kann ich das besser steuern, sag ich mal. Da kann ich schon sehr genau mit Werbung und so weiter, kann ich das sehr gut steuern, wie viel ich dann am Ende des Tages verdiene. Bei YouTube ist das einfach was anderes oder bei dem gesamten Social Media Part, da ist es einfach, da fokussiere ich mich eher auf den Output, das, was ich produziere, wie viel dann unterm Strich bei rumkommt. Okay, so ist das Ganze halt. Aber okay, machen wir vielleicht gleich mal weiter mit dem ganzen Social Media Bereich. Ich habe auf YouTube den Anspruch, 104 Videos zu produzieren. Das heißt, 2 Videos pro Woche im Schnitt zu produzieren. Ich habe, glaube ich, schon 1 sausen lassen. Von daher muss ich in einer Woche mal 3 produzieren. Und was Instagram und TikTok und den ganzen Spaß angeht, ja, TikTok, es ist leider wichtig. Es ist, was soll ich sagen, gehört nun mal dazu, 208 Beiträge da jeweils zu posten, TikToks, Reels, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, also 4 im Schnitt pro Woche. Und dazu kommen 52 Beiträge auf meiner Webseite, die ich selber schreiben möchte, das heißt 1 pro Woche im Schnitt. Und das Ziel sollte sein, dass ich da so mindestens 300.000 Aufrufe schaffe in diesem Jahr. Letztes Jahr war das Ziel, 100.000 zu schaffen, das habe ich geschafft. Und dieses Jahr ist das Ziel, dass ich da auf 300.000 Aufrufe mit der Webseite komme. So, und jetzt kommen wir noch zu den Finanzen, was investiert werden soll. Und zwar, das ist dieses Jahr auch ein kleines bisschen anders. Ich fange erstmal an mit dem kleinsten Part. Und zwar, es gibt letztendlich 3 Ziele der Reihe nach. Und zwar, Ziel Nummer 1 ist, wenn wir das Haus bauen, und da sieht es gerade nach aus, dass wir hier auf Zypern das Haus bauen, ist das große Ziel, das Haus bis Ende des Jahres abzubezahlen. Das ist ohne Frage, das ist unfassbar viel Geld, was das Haus kostet. Und das Haus innerhalb von quasi 11 Monaten jetzt abzubezahlen, ist natürlich der blanke Wahnsinn. Das funktioniert nur, wenn die Merch bei Amazon Accounts laufen. Also Merch bei Amazon muss so weitergehen, wie es aktuell läuft. Deswegen ist gerade auch mein primäres Anliegen, da erstmal für eine gewisse Sicherheit zu sorgen, weil das sind so knapp 500.000, die da offen sind, die wir abbezahlen müssen. Das ist quasi, ja. Aber ich bin guten Mutes, wenn Merch bei Amazon weitergeht, dass ich das schon irgendwie hinbekomme. Dann Punkt Nummer 2, darüber hinaus, also das ist das erste und oberste Ziel, dieses Haus bis Ende des Jahres abbezahlt zu haben. Punkt Nummer 2 ist, ich möchte 24.000 Euro darüber hinaus
in Sparpläne investieren, also meine 2000 Euro pro Monat. Das ist das zweite Ziel, dass ich das schaffe, mindestens diese 2000 Euro pro Monat weiter in Aktien zu investieren. Und darüber hinaus ist das Ziel, wenn ich das schaffen sollte, noch weitere 26.000 Euro zusätzlich in Aktien zu investieren, dass ich auf 50.000 Euro in diesem Jahr komme. Also wenn ich es schaffe, in diesem Jahr das Haus abzubezahlen, oder wir, das ist eine Sache, die wir zusammen machen, und darüber hinaus ich es noch schaffe, 50.000 Euro in Aktien zu investieren, wäre ich überglücklich. Also das ist finanziell betrachtet, das wäre mit Abstand die größten Investitionen, die heftigsten Investitionen, die ich je getätigt habe. Aber ich bin guten Mutes, dass das Ganze funktioniert. Für den Fall, dass es nicht der Fall ist, denn für den Fall, dass ich... dass wir das Haus nicht bauen. Das steht noch so ein bisschen auf der Kippe, das hängt viel Bürokratie dran und so, da will ich euch jetzt nicht langweilen mit, wäre quasi das Ziel, in Summe 290.000 zum Investieren zur Verfügung zu haben. Ich wäre dann in diesem Jahr allerdings bereit, davon nur 50.000 in Aktien zu investieren. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dieses Jahr 240.000 Euro dann in was anderes zu investieren. Ich habe hier gerade sehr viele spannende Projekte auf Zypern, wo ich sehe, wo man, ja, ich habe ein gewisses Insiderwissen hier, wo einfach noch andere Renditen möglich sind und auch zur Diversifizierung ist es vielleicht nicht ganz verkehrt. Da wäre quasi das Ziel, in Summe 290.000 zu investieren. So, das heißt zusammenfassend, so viel ändert sich bei mir in diesem Jahr nicht. Ich glaube, dass letztes Jahr eigentlich sehr gut lief. Also eigentlich in allen Bereichen lief letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze gab halt den kompletten Cut mit Ende August, Anfang September, als der kleine Mann geboren ist. Da hat quasi meine gesamten Routinen, die ich mir aufgebaut habe, das hat alles nicht mehr funktioniert. Und das ist quasi dieses Jahr das erste und oberste Ziel, dass ich es schaffe, einfach, ja, diese Gewohnheiten durchzuziehen, auch wenn ich sie nicht so routiniert habe. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich hatte sonst wirklich, mein Tag war so pingelig genau durchgeplant und da war das quasi eher ein Schmerz, wenn ich mal nicht morgens laufen gegangen bin beispielsweise. Und das jetzt einfach anzupassen auf, ja, ein bisschen flexibel in diesen Bereichen zu werden, das mag einfach klingen, ist aber für mich unfassbar schwierig. Und ja, was den Social-Media-Bereich angeht, ja, da geht es quasi, ist schon ein gewisses Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr, was ich da auch schaffen will. Und was den Bereich des Geldverdienens angeht, klar, letztes Jahr hatte ich das Ziel, 120.000 mehr zu verdienen. Aber okay, ich muss sagen, dass es mir jetzt auffällt, dass wir ab auf einer gewissen Größe wird es schwerer zu wachsen. Das merke ich, es ist nicht mehr ganz so einfach, die Zahlen zu erreichen. Und ich mache es halt jetzt alleine. Also mir fällt quasi meine Partnerin Vollzeit weg. Fällt in großen Teilen weg. Das ist, macht sich schon bezahlt. Und daher denke ich, okay, wenn wir 50.000 schaffen, ist bombastisch. Und ehrlich, wenn wir es schaffen, in einem Jahr ein Haus abzubezahlen von dieser Dimension, wäre bombastisch. Und wenn ich darüber hinaus noch schaffe, 50.000 in Aktien zu investieren, das kann es ja keinem erzählen. Ich meine, selbst 24.000 Euro in einem Jahr in Aktien zu investieren, nur das, was ich mache, das ist ja schon eine irre Summe. Und wenn ich es dann noch schaffen würde, 26.000 zusätzlich zu investieren, wird spannend. Also von daher ist das Ziel in diesem Jahr nur die 50.000 Euro im Jahr 2023. So viel zu meinen Zielen. Wie schaut es bei dir aus? Was für Ziele hast du dir für dieses Jahr gesetzt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und mich würde sehr interessieren, die Eltern unter euch, wie macht ihr denn das? Habt ihr das auch, das Problem, oder kennt ihr das Problem, was ich habe, was die Routinen angeht und so weiter? Ich habe da das Gefühl, ja, dass ich da komplett versage eigentlich, weil ich so die klassischen Routinen, die ich mir aufgebaut habe, halt alle nicht mehr funktionieren. Und das ist wirklich, ja, ist ein bisschen bitter. Aber okay, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.